Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Base mit mir, dem Guru, bei. So schnell möchte ich es jetzt eigentlich nicht haben. Wir machen jetzt erstmal nur die Geschwindigkeit. Denn es ist ein paar Tage her, dass ich hier gespielt habe. Und das macht sich bestimmt auch bemerkbar. Es hieß in den Kommentaren in der letzten Folge, wenn es doch alles läuft mit dem Essen und so weiter und so fort, wie wäre es denn, wenn wir einen großen Landeplatz machen, damit wir auch Besucher bekommen können und so weiter und so fort. Und das machen wir natürlich. Da bin ich natürlich gar nicht drauf gekommen, dass das ja auch noch eine Möglichkeit ist. Wir verbinden das jetzt hier miteinander. Und dann bauen wir einen großen Raumhafen, um Besucher anzulocken und so weiter und so fort. Ein Handelsschiff ist gelandet, die nichts haben außer Geld. Na komm, wir knöpfen ihm das ganze Geld ab. 147. Dafür geben wir hier so ein bisschen Arznei. Ach, guck mal, das geht leider nicht. Kommen wir besser an das Ergebnis dran, wenn wir irgendwas geben, was 5 kostet? 15. Und dann nehmen wir 2 weg. Einen weg. Ah, passt. Labor wurde gebaut. Cool. In dem Labor möchte ich gerne... Was wollte ich denn da machen eigentlich? Ich wollte noch ein bisschen Gewebekram machen, glaube ich. Machen wir das gleich mal. Und Arznei können wir einmal auch nochmal machen. Dann passt das, weil Fleisch. Wir haben so viel... hier Grünzeug, dass wir wahrscheinlich noch mehr Fleisch brauchen. Weil hier gibt es genug Schweinefleisch und weiter und so weiter und so fort. Gut, ich kann die Geschwindigkeit doch wieder hochsetzen. Alles cool. Hier soll Kuh gemacht werden. Hier soll auch Kuh gemacht werden. Und hier ist Chicken. Und darum kümmern sich ja dann die Biologen. Ist vielleicht auch besser so. Dann geht das alles hier rüber in das Lager. Und dann... Sollte das passen? Der ist fertig, die Verbindung. Nee, die Verbindung fehlt noch. Die Verbindung fehlt auch noch. Und hier fehlen auch noch 10. Die müssen sie hier rausbringen, aus diesem Eingang. Ich habe auch überlegt, wie wäre es, wenn wir hier noch einen Eingang hinsetzen? Geht das so dicht wie möglich? Quasi so. Das wäre cooler, wenn er gedreht wäre. Aber das geht leider nicht. Aber dann können wir den auch abreißen. Dann ist das nicht wichtig. Und dann können sie genauso gut den Eingang nehmen. Das mit nochmal verbinden? Geht leider nicht. Die Verbindung könnten sie ja schon hochziehen, aber die müssen wahrscheinlich immer erst das Gebäude machen, bevor sie die Verbindung hochziehen können. Willkommen bei der Basis G15. Hier sind die Roboter. Da wird keiner gebaut, denn wir haben immer noch ein Problem, was hier unser Metallprozessor-Kram angeht, was unser Metall angeht. Und was habt ihr? Ihr habt ein Patent für Bohrroboter. Nice. Ja dann, kriegst du auf jeden Fall 2 Halbleiter. Du bekommst auch noch 2 Medizin. Und den Rest füllen wir auf mit Geld. 320 ist ja wohl... erreicht. Und dann haben wir unser Patent für Bohrroboter. Und dann bauen wir hier noch ein paar Bohrroboter. Das wird mir sehr gut gefallen. Komm, bau das Ding. Ah, da fehlen 2 Metall auch noch. Krass. Was die alles so erwarten hier. Für die paar Teile. Hier ist einer, der ist verletzt. Ah, jetzt nicht mehr. Und dann bekommen wir Besucher. Das wird auch noch cool. Ist der fertig? Ne, da fehlt auch noch ein Metall. Da lassen sich die Bots hier schön reparieren. Komm, wir werden ja wohl noch mal ein Metall haben für da oben. Die Leute müssen sich so ein bisschen um die Sachen kümmern hier. Ah, da war ein Meteorit, der wurde abgeschossen. Und es gibt wieder Essen. Noch mehr Essen.
Es wäre cool, wenn es noch eine Kühlkammer geben würde oder sowas. Aber das ist wahrscheinlich... wahrscheinlich Zukunftsmusik. Gut, die müssen natürlich jetzt durch die... durch die Basen hier laufen. Botwerkstatt wurde gebaut. Sehr gut, hier bauen wir Bohrroboter. Bauen wir auch nochmal einen Bohrroboter. Und hier ist Bauroboter, ne? Ja. Baut mal lieber ein paar Bohrroboter. So, dass wir nicht so viele Leute draußen brauchen. In den Minen. Und dann haben wir einen Raumhafen. Und dann können Besucher kommen. Entsende eine Nachricht. Besucheranforderung. Belohnung. Bittet um Landeerlaubnis. Da kommen die. Die Besucher. Und die sind alle verletzt. Boah, wie viele denn? Krass. Die gehen jetzt alle rein. Besucher. Und lassen sich hier verarzten von unseren... von unseren Leuten. Von unseren Ärzten. Hoffentlich zumindest. Hier kommt noch ein Bett rein. Ach, schade, das passt nicht. Dann kommt hier auf jeden Fall noch so ein Schrank rein. Können sich die Leute hinlegen. Dann können die verarztet werden. So ein paar sind nämlich noch da, die verletzt sind. Besonders hier hinten auch. Da liegen die. Das ist ein Arbeiter. Das ist eine Besucherin. Verwendet Bett. Was hat die? Traumaverletzung. Ah. Sind immer Traumaverletzungen. Braucht noch ein paar Ärzte, glaube ich. Wer Sanitäter auswählen. Dann nicht so viele Arbeiter. Kajüte hat keinen Sauerstoff. Warum haben die keinen Sauerstoff? Weil wir keinen Strom haben. Ah, so verdienen wir Geld. Warum habt ihr hier hinten keinen Sauerstoff? Jetzt wieder. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber ich kann hier nirgendwo Sauerstoff hinstellen. So ein bisschen blöd. Ja, hier hinten halt. Eindringlinge. Halt, Alarmstufe rot. Alle werden hier kämpfen. Da ist eine tot. Da ist immer noch eine. Die muss dann sterben. Sehr gut. Eindringlinge getötet. Und unsere Leute gehen hier und sind verletzt. Unsere Wachen. Sicherheitsstufe, keine Warnung mehr. Ja, da kamen neue Leute und das waren dann auch noch böse Leute. Das ist nicht gut. Böse Leute, böse. Wir gucken mal, ob wir hier noch Sauerstoff machen können. Und hier kann ich eh kein Dings mehr hinstellen. Fehlt hier hinten Sauerstoff? Nee. Aber bauen wir hier hinten noch ein paar Arbeitstische für die... für die Produktion von Medizin. Was ist das? Kolonistenschiff. Sind da viele Kolonisten gekommen? Eistisch wurde gebaut. Wir müssen den Sauerstoff hochziehen hier. Was ist dein Problem? Und schon füllt es sich mit Sauerstoff. Und hier hinten müsste der Sauerstoff auch besser werden. Bisschen zumindest. Leute, Leute, Leute. Was kommt hier an? Ein Handelsschiff. Was möchtest du haben? Was verkaufst du, ist die Frage. Ich will die Patente haben. Wieder ein Kolonistenschiff. Wieder drei Kolonisten.
du ein Eindringling? Nee, du bist ein Ingenieur oder so, ne? Nee, ein Sanitäter. Machen die Kolonisten nochmal aus. Auch wenn ich mehr Sanitäter brauche. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber wir brauchen mehr Essen. Ein Besucherschiff. Ah, hier sind welche, die sind... Die haben Durst, die haben Hunger. Warum wurde ich da nicht gefragt, ob die vorbeikommen dürfen? Die kommen dann hier an, dann essen die was, dann legen die sich hin. Dann trinken die was. Und dann fahren die nach Hause. Besucher. Jo, dann haben die was gegessen, dann gehen die zurück. Legen die sich hin, wie gesagt, schlafen die. Den fehlt, glaube ich, nur noch schlafen. Und da fehlt halt auch noch Wasser. Ich kann den nur nicht auswählen. Tot. Ne, da ist sie. Ach, die brauchen noch Spaß und nimmt jetzt ein alkoholisches Getränk zu sich. Wo ist denn unsere Bar? Die war irgendwo... Da? Nee. Hier. Nee. Wo war unsere Bar nochmal? Hier war die. Da müsste dann die Besucherin stehen. Ist die Biologin. Egal, unser einer Roboter wurde irreparabel beschädigt. Das ist natürlich auch kacke. Hier ist so vom Sauerstoffgehalt alles gut. Aber wir haben auf jeden Fall Besucher. Die dann hoffentlich bald abreisen. Das ist auch noch Besucher. Schade, dass man die nicht begutachten kann. Aber es ist schon mal gut, dass wir Besucher haben. Und die lassen ein paar Münzen dafür unsere Dienste. Und so verdienen wir Geld. Cool. Ich wusste nicht, dass man so Geld verdient. Nochmal Besucherschiff. Nochmal zwei, die kommen. Um ihre Bedürfnisse aufzufrischen. Wusste nicht, dass es so funktioniert. Aber good to know. Wo gehst du jetzt hin? Legst dich erstmal hin. Bist du Besucherin? Erstmal schlafen. Dann Spaß. Wahrscheinlich würde ich erstmal was trinken, was essen und dann erst Moral. Also hier in diesem Kontrollzentrum, da arbeiten die überhaupt nie. Gefühlt. Alles deutet nochmal auf neues Essen irgendwie hin, kann das? Da war der Laser. Aber ich frage mich, wieso das alles leer war. Und das hier nicht angesprungen ist. Es gehört ja auch mal noch mit dazu, oder? Ich meine, hier haben wir auch noch unsere Golia-Windturbine und so weiter und so fort. Das ist alles miteinander verbunden. Das müsste alles funktionieren. Wo sind denn Bots drin? Hier sind zwei Bots drin. Da sind zwei Bots drin. So ein paar Baubots gehen noch. Werden hier zum Glück auch noch produziert. Dann können die Arbeiter sich anderen Sachen zuwenden. Wir müssen nochmal unbedingt was zu trinken haben. Da haben wir jetzt drei Stellen schon zum Trinken. Jetzt kriegen die hier noch die vierte. Das ist nämlich gefühlt, ist das... Das ist ganz schlimm mit deren Trinken. Machen wir da auch noch einen Wasserspender hin. Eingehende Nachricht. Große Gruppe an Bord von verletzten Soldaten. Bitten um Hilfe. Eine große Gruppe. Ja. Landerlaubnis erteilt. Ist hier? Nee. So zwei. Einer. Eine große Gruppe Soldaten. Kommt dann vielleicht noch. So, der Strom wurde hier aufgebraucht.
Der ist weg. Vielleicht kommt hier jetzt die Lande-Dings. Und ich hatte mich schon gewundert, warum man... Oder wie man Geld verdient, weil mit den Händlern ist es ja echt schwer, gut Geld zu verdienen. Die Biologen arbeiten halt hart, ne? Ja, dieser eine Besucher muss mal raus. Damit die große Gruppe Soldaten eine Landeerlaubnis bekommt. Ist wahrscheinlich die Funkantenne, die das dann regelt. Benötigt Pyramide. Eine schöne Struktur, die den Erfolg der Kolonie symbolisiert. Einer unserer Roboter wurde irreparabel beschädigt. Scheiße. Das ist natürlich scheiße. Der eine Besucher, kann er mal bitte gehen? Der mit seinem Schiff hier ankommt. Wir sind drei wieder. Die haben echte Probleme, die Besucher, die hier ankommen. Ist auf der eine, der wohnt hier jetzt. Wir haben ganz viel Bioplastik. Ist auch gut so. Eisen oder hier Metall ist auch unterwegs. Endlich ist er weg. Deine Besucher. Da bin ich mal gespannt. Das sieht aus wie ein großes Handelsschiff. Geld brauchen wir sonst nicht. Tschüss. Ah, das war ein großes Handelsschiff. Das war cool. So ein kleiner Raumhafen hier ist auch nicht schlecht. Könnten vielleicht auf der Seite auch noch einen bauen. Nur einen kleinen. Ein Grundfeld. Nee, wir bauen einen kleinen Landeplatz. Nee, dann vielleicht doch nicht. War ein Multidome, vielleicht einen großen Multidome. Das bringt halt auch nichts. Die Leute interessieren sich für so einen Multidome halt nicht. Vielleicht nochmal einen großen Biodome hier. Für noch mehr Essen. Dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Kolonisten, und zwar Biologen brauchen wir dann. Und auf jeden Fall Biologen. Sandsturm kommt bald. Got to know. Wo fahren die lang? Die fahren da außen rum. Wie viele Baubots wir haben. Ich glaube, wir könnten hier mal noch mal ein paar Transportbots vertragen. Oh, das scheint bei den Leuten zu laufen. Oha, wir haben Alarmstufe gelb. Alle mal rein. Und zwar schnell. Damit uns hier keiner verletzt. Und zwar jetzt. Ah, die Baubots müssen alle reinfahren. Das dauert. Und dann der Typ, der sich hinten anstellen muss. Oh, der ist schon verletzt. Sanitäterin ist sogar selber verletzt. Ja, da musst du deine eigene Medizin schmecken. Alle können wieder raus. Es war kein krasser Sandsturm. Aber ich hätte mir gut vorstellen können, dass noch ein bisschen besser die Vorwarnung wäre. Es ist interessant mit den Besuchern. Auch gerade, weil scheinbar nur noch einer fehlt hier bei denen. Zwei sind wohl... Hier fehlt auch noch einer. Ist ja wahrscheinlich, wenn es denen gut geht, dann setzen die sich schon mal ins Raumschiff und warten auf ihre Partner.
So, wir bauen jetzt nochmal diesen Biodome. In der Hoffnung, dass uns das mehr Essen gibt. Weil dann werden wir hier die Besucher canceln. Die halt viel Essen genommen haben. Wie sieht's hier aus? Kommt da Luft rein oder? Langsam kommt da Luft rein. Wir brauchen nochmal eine Luftanlage hier. So ungefähr. Meteoriteneinschlag auf Solarmodul. Das ist kacke. Da müssen die hinfahren. Unbedingt. Und hier kommt sich auch so langsam die Luft. Aber nichtsdestotrotz beenden wir hier erstmal die Folge. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Planet Base. Haut rein.